herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Baraya von Baraya Loves Paper. Ja, was habe ich euch heute mitgebracht? Einmal ein Willkommen im neuen Jahr. Wir haben heute den 1.1.2023 und ich begrüße euch in einem neuen Basteljahr und ich bin total gespannt, was dieses Jahr alles passiert. Es wird bestimmt einiges Schönes, Kreatives passieren. Auf jeden Fall habe ich mir das vorgenommen. Ich hoffe, euch geht's ähnlich und ihr habt weiterhin auch ganz viel Spaß an Bastelsachen. Ich möchte euch einmal so einen kleinen Jahresrückblick von mir erzählen, aber wirklich so einen kleinen, kurzen, süßen Jahresrückblick. Einfach, ich habe letztes Jahr mit YouTube angefangen und da finde ich jetzt so zum Jahreswechsel ist das schon ganz angebracht. Ich will euch nicht lange damit quälen. Zweiter Teil, ich möchte euch hier mein neuestes Projekt vorstellen, weil es geht nämlich gleich im neuen Jahr, ja, frisch voran mit neuen Bastelideen. Neuen Bastelsachen. Und genau, wie immer bin ich total happy über jeden Kommentar von euch, über jedes Like, über jeden Follower. Ich finde das total klasse, auch einfach zu sehen, wie mein Kanal wächst und was ich für liebe Kommentare bekomme. Ich bin echt hin und weg von euch. Total gut. Das einmal vorab. Ja, 2023. Ich habe meinen YouTube-Kanal gestartet, das war im Februar. Im Februar habe ich erstmal angefangen mit ein paar Flipthroughs aus dem alten Jahr. Also ich habe auch natürlich schon vorher gebastelt, aber noch nicht dran gedacht, dass man ja einen YouTube-Kanal eröffnen könnte. Ja, und im Februar habe ich es dann tatsächlich gemacht und hatte auch ein paar alte Projekte noch abgefilmt und euch gezeigt. Und seitdem ist viel passiert. Ich habe im Laufe des letzten Jahres 60 Videos hochgeladen. Mein absolutes Meisterstück im letzten Jahr war das Hochzeitsalbum. Also wer sich daran erinnert oder die Videos nochmal schauen möchte, die sind noch da. Und die Beschenkte, mit der habe ich gestern erst gesprochen, hat die ganzen Fotos von ihr einsortiert und es sieht einfach nur klasse aus, die Hochzeitsbilder wirklich in diesem Album zu sehen. Und das war mein Highlight letztes Jahr, was die Bastelaktion anging. Boah, die vielen kleinen Projekte, die haben mir so viel Spaß gemacht. Ja, und mit den 60 Videos, die ich live gestellt habe, kamen super viele schöne, liebe Kommentare von euch. Total klasse. Ich hoffe, ich habe auch alle irgendwie beantwortet. Ich werde gleich auf jeden Fall nochmal schauen, nicht, dass ich da irgendwie versehentlich vergessen habe. Und ich habe sage und schreibe schon 55 Abonnenten. Ich weiß, dass es bei YouTube echt schwer ist, Abonnenten zu finden und sie einfach auch zu behalten. Also ich hoffe, ich mache Content, den ihr auch gerne öfter mal schaut oder kontinuierlich. Ich versuche weiterhin, auch im nächsten Jahr, jetzt zwei Videos in der Woche zu machen. Mittwochs und samstags oder sonntags. Da muss ich mal gucken, wann ich soweit bin mit meinem Stuff hier. Das ist nicht so leicht, bei YouTube Abonnenten zu bekommen und zu denen auch zu behalten. Deswegen vielen herzlichen Dank an euch alle, die ihr dazugekommen seid. Ja. Wünscht euch auch gerne in den Kommentaren was. Also wenn ihr eine Idee habt von wegen, hey, mach doch mal Folgendes, das habe ich bei dir noch nie gesehen, kannst du das überhaupt? Oder mach mal mehr davon. Herzlich gern her damit. Und lasst uns auch gerne in Austausch gehen. Ich habe ja auch schon einige liebe Menschen getroffen, mit denen ich auch, sag ich mal, fernab von YouTube im privaten Austausch bin. Das macht total viel Spaß und ja, auch einfach sich mal Happy Mail zu schicken. Ich feiere das super toll. Ich habe auch bei Facebook eine Happy Mail Gruppe gefunden und auch eine andere Basteltruppe, mit der wir uns einfach abends mal per Videochat zusammenholen und einfach mal zusammen schnacken und basteln. Mega. Ich hätte nicht gedacht, dass das, sag mal, eben möglich ist. Und das einfach mit, sag mal, fremden Menschen. Ja, das waren so meine Highlights letztes Jahr. Die vielen tollen Bastelsachen, die vielen Erfahrungen, die vielen Menschen. Wow, echt. Und mit diesem absoluten Hochgefühl starte ich jetzt in dieses Jahr. Und mitgebracht habe ich euch jetzt erstmal hier. Wow, Chaos am Basteltisch. Das auf jeden Fall. Und damit das jetzt hier nicht so langatmig und bla bla wird, stelle ich euch jetzt erstmal vor, was ich machen möchte. Dafür räume ich mir jetzt erstmal meinen Kram, den ich jetzt gleich hier weiter brauche, ein bisschen zur Seite. So, also. Wir haben auf jeden Fall Grundfarben, dieses schöne Blau-Türkis, vielleicht ein bisschen grün, das werde ich gucken, ob ich die grünen Teile aus dieser Wolle zum Beispiel benutze. Und es wird sich um Natur ranken und das Cosmos Infinity und auch das Backgrounds Papier. Die werden mich jetzt bei diesem Projekt begleiten und Gold- und Brauntöne auch.
Und zwar mache ich für meine allerliebste Lieblingsfreundin ein Sprüche-Journal zum Geburtstag. So, Geburtstag hat sie im Februar. Da kann man sich ausrechnen, ich habe jetzt 6 Wochen Zeit dafür. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen angefangen. Ich wollte jetzt nicht jeden Schritt mit euch einzeln durchgehen und ja, wie mache ich ein Journal, wie binde ich das, bla bla, das kennt ihr schon. Dementsprechend habe ich jetzt hier ein bisschen was vorbereitet. Also hier haben wir noch so loses Gedöns. Das möchte mal ein Cover werden, wenn es fertig ist. Es ist auch noch nicht gefärbt, wie ihr seht. Die Idee ist natürlich nicht von mir. Also schön wäre es. Manchmal habe ich auch solche Ideen. Aber ich habe das bei Jutta von Funkekram gesehen, wie sie diese absolut coolen Cover auch mit dieser Pappe macht, mit dieser Wellpappe. Ich war direkt so angefixt, dass ich das auch machen musste. Oder machen will. Ich dachte mir so, wow, wie geil ist das denn? So eine schöne abgeranzte Pappe hier. Ich werde das mit Stöckern kombinieren. Hatte ich noch ein paar getrocknete. Und werde hier ein Cover für das Journal machen. Na, das Cover ist auch, ja, ist ein separates kleines Journal. Das werdet ihr sehen und da werde ich euch auch beim Basteln dann mitnehmen. Weil das ist dann schon wieder spannend. Also hier diese komische Bindung und so, das ist ja Killefits, das kennt ihr alles. Dann lege ich mir das erstmal zur Seite. Ich habe ein super cooles, diesen super coolen Stoff habe ich beim Depot gefunden. Das ist jetzt keine Werbung für Depot, da gehe ich nur super selten hin. Nur, ja, durch einen schönen Zufall bin ich daran geraten und dachte mir, wie geil ist das denn? Das Cosmos Infinity Papier. Und wenn ihr hier, sag mal, das Infinity Papier, diese Grundfarbe seht, hier kommen überall diese braunen und Goldtöne raus. Das einzig Blöde bei diesem Stoff ist echt dieser scheiß Glitzer, der ist überall. Ich habe überall goldenen Glitzer. Auf dem kompletten Schreibtisch, im kompletten Arbeitszimmer. Ja, shit happens, ne? So, also wenn man sich hier diese Papiere anguckt, es passt mit dieser warmen, ja, Grundfarbe und diesem Stoff total gut. Dementsprechend habe ich hier schön von dem Kosmospapier und auch das Backgroundspapier gekauft, weil ich nämlich dieses große Journal mache. Also wenn ihr das hier so seht, es ist ein bisschen kleiner als DIN A4. Also wenn ich mir jetzt hier so, mal gucken, ob ich mein DIN A4-Papier hier mal schnapp. Ob ich ein leeres Papier, das sieht ganz gut aus. So, das wäre jetzt DIN A4. Wenn ich mir das hier so auf die Seite lege, guckt es hier so ein Stückchen, so ein Fingerbreite über. Und hier oben auch. Also es ist ein kleines Stückchen kleiner als DIN A4. So, und da habe ich nämlich ein altes Kochbuch, die unvergessene Küche, ausgeschlachtet. Diese Kochbuchseiten sind auch schön, die kommen in anderen Journals von mir vor. Und ja, das als allererstes habe ich erstmal das Cover, sag ich mal, vorbereitet. Richtig bauen werde ich das natürlich mit euch, wenn das so richtig schön gemacht wird. Aber ich habe es so weit vorbereitet, dass ich erstmal diesen Glitzerstoff hier einmal rundherum gezogen habe, um, sag ich mal, die Grundlage zu haben. So, was habe ich noch vorbereitet? Ich habe 3 Signaturen eingebunden. Ihr seht hier, guckt noch ganz viel Gedöns so raus. Mit diesen Seiten, die hier so rausgucken, die werde ich entweder reißen oder ich werde sie direkt als Taschen machen. So, das ist noch ein bisschen steif, das habe ich gerade erst geklebt. Also, ne, das muss einfach so ein bisschen gearbeitet werden, das Ganze. Das ist ja klar, wenn man jetzt hier was Neues hat und ich habe innen den gleichen Stoff benutzt, dann möchte das erstmal so ein bisschen in Bewegung kommen, ne? So. Aber das ist, wie gesagt, ganz frisch und ganz fein. Was ich hier schon gemacht habe, ich habe mir hier Innencover schon mal beklebt. Ich habe eine versteckte Bindung gemacht. Ihr seht es hier. Ich habe die, sag mal, Signaturen auf Pappstreifen geklebt, den hier mit doppelseitigem Klebeband eingebaut. Also, und den vorher noch mit dem Stoff beklebt, dass ich diesen Stoff quasi die Lappen rechts und links reinlegen kann. So, jetzt haben wir hier jeweils 10 Seiten in den Signaturen. Die sind noch komplett nackig. Ja, also ein bisschen Cosmos Infinity ist dabei, ein bisschen Backgroundpapier. Hier und da, zum Beispiel hier habe ich schon einmal was umgeknickt. Ich denke mal, hier werde ich so eine, ja, Doppel Pocket irgendwie draus machen. Oder ich weiß gar nicht, wie das denn heißt, wenn man das an der Seite macht. Da kann ich auch nochmal mit nachschlagen. Es wird überall Taschen geben, es wird überall was zum Ausklappen geben. Ich habe Notenpapier benutzt, ich habe kaffeegekleckertes Papier benutzt, Atlasseiten, Kosmos.
Das alles wird es dann jetzt in diesem Jahr geben. Und das auch in den ersten Wochen des Jahres, weil ihr habt ja gehört, ich will es verschenken. So, ja, mit den langen Sachen, wie gesagt, ich werde mal schauen. Ich werde natürlich nicht jedes Notenpapier hier zu so einer Seitentasche machen. Ist ja auch langweilig. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich hier und da noch coole Ideen finde. So, hier geht es für mich weiter. Ich muss jetzt den Rückenlappen hier noch einkleben, dass der hier auch so fein drin sitzt wie vorne. Das Rückenpapier habe ich schon drin. Ich bin mal gespannt, ob ich noch ins Cover was mache, aber ich denke, da werde ich euch wieder mitnehmen. So, das ist erstmal geplant. Und das wird auch ein super schönes Projekt. Das wird nicht nur super schön, weil es meine liebste Freundin bekommt. Das wird auch super schön, weil es einfach meine Lieblingsfarben sind. Also dieses Kosmospapier, dieses Nachtblau, das Türkis, kombiniert mit so einem Braun und Gold, das ist einfach nur geil. Also ich freue mich da schon so mega drauf. Und ich muss auch sagen, dass ich dieses Buchcover habe ich wirklich für was Besonderes aufgehoben. Das habe ich schon etwas länger liegen und schleiche da immer drum rum und sage mir so, wow, wenn du was Besonderes machst, dann nimmst du dieses Buchcover. Jetzt ist es soweit. Liebe Leute, ich freue mich, wenn ihr mich weiter begleitet. Herzlich gerne, lasst uns in Austausch kommen. Ich brauche hier super viele geile Ideen, wie ich ja Sachen zum Ausklappen machen kann, wie ich so kleine Spielereien reinbringen kann. Und ich möchte hier ganz, ganz viele schöne Sprüche in das Buch packen. Genau, ich möchte hier einfach nachdenkliche Sprüche, lustige Sprüche, sarkastische Sprüche, das darf hier alles drin wohnen. Und natürlich noch ganz viel Platz für weitere Sachen, die sie selber reinschreibt, ganz klarer Fall. Das ist mein Plan. Ich freue mich, wenn ihr mitkommt. So, Ende Banane. Wir machen jetzt hier den Jahresanfang. Ich hoffe, ihr habt euren Kater ausgeschlafen. Obwohl, wenn dieses Video rauskommt, könnte das sein, dass ihr den Kater noch nicht ausgeschlafen habt. Ich vielleicht auch noch. Wir werden sehen. Ich werde es in euren Kommentaren lesen, vielleicht. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Jahr 2023. Ganz viel Bastelfreude und ganz viel Bastelfreunde und viel tollen Austausch. Genug der warmen Worte. Ich freue mich auf euch. Bis demnächst in diesem Kino.